So, liebe Leute, hallo mal wieder, nach langer Zeit. Diesmal probieren wir es mit einer Videoaufnahme des Fußball-Events. Und zwar möchte ich Mexiko gegen Frankreich vorspielen. Ich muss leider dazu dieses kleine Laptopchen, Desktopchen, das ich freundlicherweise geschenkt bekommen habe. Ich bin immer noch sehr froh, Gott sei Dank habe ich es gekriegt. Hier davor stellen, vor den ganz normalen Fernseher. Ich selber sitze hier, damit ihr das seht, vielleicht noch kurz hier auf so einem alten Sessel. Das ist eigentlich der Sperrmüllsessel meines Hundes. Licht von hinten. Hier drehe ich den dann rum. Vor dem Fernseher, also das ist die Fernsehinstallation hier. Direkt vor mir dran. Stelle ich das also hier auf den Stuhl, den ich vor dem Fernseher angebracht habe. Und versuche das mitzufilmen. Das wird jetzt nicht so hohe Qualität sein, aber ich hoffe, dass das genügt, um das Wesentliche dann zu zeigen. Moment, ganz kurz ein bisschen näher hin. Welche Tore und so ein bisschen die Auswahlmechanismen, damit Sie sehen, wie das geht. Also, naja, da war schon ein besser Moment. Ein bisschen weiter weg und das Neigen, damit man das sieht. Die Kanten und sehen Sie das halbe Spiel, aber nicht das Ganze. Ja, schwierig. Moment. Doch ein Stückchen weiter weg. Aber vielleicht so haben Sie den Bildschirm einigermaßen im Blick. Jawohl. Vorne sehen Sie im Vordergrund, hier sind die Controller. Die brauche ich in dem Fall nicht, nur kurz zum Auswählen. Zeige ich auch gleich. Das da stelle ich in dem Fall ein bisschen weg. Das ist ein Deckel. Hier stehen ein paar andere Kästen in dem Zusammenhang. Fernsehempfangsgeräte, die tue ich dann auch weg. Man braucht ja bei diesen digitalen Fernsehern irgendwie. Hoppla, Entschuldigung. Bei diesen, hoppla, das gehört ja gar nicht hin. Moment. Braucht ja bei diesen digitalen Fernsehern nochmal 20 Sachen mehr als bei den alten Röhren. Gut, dass ich noch die alte Röhre vom Sperrmüll habe. Also, Gott sei Dank, da braucht man nicht so viel. Zusatzkrempel. Jetzt hier, da sieht man ein Stück Stuhl, das ist eigentlich auch blöd, vielleicht kriege ich den irgendwie aus dem Bild, so, naja, sieht es nicht richtig da, doch, es geht einigermaßen. So, was hier sehen, das läuft schon. Ich muss allerdings, damit man nachher überhaupt irgendwas erkennt auf der Aufnahme, versuchen, noch vor diese nicht gerade besonders luxuriöse, aber immerhin vorhandene Kamera etwas zu tun, was das abtönt ein bisschen, weil sonst sieht man ja sehr wenig wie hier. Andererseits auch doch, geht gerade noch, ne? Genügt schon, aber falls man... Mensch, hatte ich hier irgendwo noch eine, genau. Eine ganz alte Sonnenbrille, vielleicht kann ich die vor die Linse tun. Vor die Linse des Aufnahmegerätes, dann würde wiederum... Wäre die Aufnahme wiederum etwas abgetönt. Einen Moment, weil ich die Zündzahn hier mal Chaos gegen Dinge. Auf wenig Raum, manchmal schnell unter, dann sehe ich immer nicht, wo das ist. Jetzt habe ich das gerade in der Hand gemacht. Klimper, klimper, klapper, klapper. Gar nicht so einfach, hier alles zusammenzukriegen. Andererseits, wie hell ist denn die Aufnahme? Naja, ein bisschen zu hell schon. Finde ich, also man würde es runtertönen, wenn man könnte, ne? Moment, wo habe ich denn diese andere Sonnenbrille hingetan? Einen Moment. Ich würde es einfach mal vorführen. Finde ich jetzt nicht. Also gut, dann machen wir eine Aufnahme ohne dieses Gerät. Muss auch so gehen. Sie sehen da ja was. Und man sieht auch ein kleines bisschen die Namen, gell? Hier unten stehen immer, da, da stehen jeweils die Namen. Koscielny steht hier gerade, Peralta. Vielleicht sieht man es nicht richtig gut, aber gut genug, um auf jeden Fall mal den Text zu hören nebenher. Ich hoffe, das reicht. Man sieht es besser, als wenn ich mir meine eigene Sonnenbrille und tue das davor. Schauen Sie mal, wie man es runtertönt durch ein Sonnenbrillenglas. Hier kennt man was mehr. Das wäre praktisch wie das Bild verdunkeln. Stimmt, ich könnte theoretisch am Fernseher selbst das Bild ein wenig verdunkeln. Auch eine Idee. Da hätte ich hier eine Möglichkeit, Moment mal kurz, das mache ich mal gerade, Menü wahrscheinlich, nehme ich an, Menü, ah ja, hier doch noch, das Menü, jetzt Bild, ja genau, Bildmodus, Standard heißt, ah ja, hier Benutzer nehme ich da mal, Benutzer, jetzt kann ich die Helligkeit hier dimmen, hoppla, Verzeihung, genau, hoppla, nee, jetzt bin ich wieder raus, einen Moment, ich benutze das nicht so oft, deswegen muss ich erstmal orientieren, genau, also Helligkeit, zack, klicke ich das mal an, Helligkeit runter, geht's, oh, jetzt ist schon besser, oder, bisschen besser, Helligkeit noch weiter runter, sehe ich natürlich auch, zack, jetzt ist es hier schon richtig düster und da geht's gerade so, ja, Kontrast etwas hoch, oder, Kontrast etwas stärker, ja, also mit der Helligkeit sollte ich nicht zufrieden, ein bisschen heller muss es schon bleiben. Nochmal ein wenig heller, sonst sieht man nämlich nicht.
Jetzt geht's einigermaßen. So kann man noch spielen. Ich kann so noch spielen. Sie sehen ein bisschen was. Moment. Moment, bis das wieder ausgeblendet ist. Farbton, Farbe. Ne, das lassen wir jetzt alles so. Also Menü aus. Dann fangen wir gleich an. Hier läuft jetzt im Hintergrund schon das Spiel. Exit. Habe ich hier irgendwann eine Exit-Taste? Hier habe ich die Exit-Taste. Das Spiel läuft jetzt eigentlich schon. Ich stoppe das aber nochmal. Ich selbst ziehe dazu jetzt die Sonnenbrille an. Brauche ich eigentlich nicht. Dann nehme ich also meine normale Fernsehbrille, weil so viel Strahlung ist das jetzt gar nicht. So. Jetzt nehme ich kurz den Controller. Und ja, angefangen hat das ja schon auch ein bisschen mit der Problematik, dass mir irgendwann der Daumen, beide Daumen wehtaten vom Spielen. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich habe keine Lust, mir Spiel neu starten. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Obwohl die Einstellungen eigentlich schon stimmen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ich das mache. Ich, so, Moment. Anstoß, genau. Also wir wählen Anstoß. Das hier, mir tun jetzt die Finger weh und dann gucke ich mir halt mal ein Spiel an, kurz vor dem Sehnen, kurz vor Sehnenschaltentzündung. Es gibt glaube ich auch schon den Controller Daumen oder sowas als Krankheit. So, also klassisch hier, die Wahl, Heimgast, hast kein Teamgeld auf klassisch in Mitte das Ding, dann, ja, ich möchte fortfahren, trotz allem. Jetzt kommt die Teamwahl. Hier gehe ich auf international, weil ich möchte ja jetzt Dings spielen, Mexiko spielen, zack. Quasi irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Ich heiße Anita zum Vornamen und bald Gerber wird es zum Nachnamen, um mich an die hiesigen Bedingungen anzupassen. Frankreich soll der Gegner sein, muss trotzdem auf international gehen, da sind nämlich die Nationalmannschaften versteckt und dazu auch Frankreich. Zack. Heimkostüm hier. Frankreich ist jetzt so dunkel, soll ich jetzt in Weiß die spielen? Auswärts wäre eigentlich angemessen, also nehme ich den Weiß. Eingestellt ist Legende, 20 Minuten heiter. Also das heißt Wetter gut, Legende, höchster Spielmodus, heiter, 20 Minuten maximale Zeit. So lassen wir das jetzt mal, dann sehen Sie das ganze Spiel. Spieleinstellungen, ansonsten haben wir, schießt sich das zufällig, ja, das lassen wir so. Stadion haben wir festgelegt, Aztekenstadion, Herbst, 20 Uhr, da sind wir schon dunkel, da habe ich keine Schatten auf dem Spielfeld. Platzabnutzung keine, die Geschwindigkeit stelle ich auf normal. Normalerweise spiele ich schnell, aber normal ist auch gut, dann sieht man ein bisschen besser die Spielzüge und dann kann es also losgehen. Zack. Ja, und dann spielen wir mal. Also, und ich konzentriere mich auf Mexiko. Ich werde nebenher essen. Ich habe normalerweise in dem Zusammenhang die... Ah ja, hier vor kann man immer noch was üben, das tue ich nie. Da drückt man auf X und dann auf Start, dann kann man das irgendwie überspringen. So einmal muss man und dann kommt mit der Starttaste, glaube ich, da raus. Ich möchte das nicht üben. Zum Spielen Starttaste drücken, machen wir das mal. So, kann es anfangen. Ich hoffe, das nimmt alles auf, das ist eine längere Geschichte. Ist immer noch sehr hell, also ich weiß nicht, wie viel man davon wirklich noch sieht am Schluss. Ich mache es mal so, dass ich hinten im Rücken das Licht ausschalte, während die hier auf. Marschieren ein bisschen, was sieht man? Musik habe ich noch aus. Mache ich hier zu, das ist vielleicht ein ganz schönes Zuträglich. Seite auf, dann ist es hier abgedunkelt. Musik hört man keine, Sie sehen das. Ich stelle normalerweise den Spielkommentar ab. Am Anfang gucken wir ein bisschen was, fällt ein bisschen was zu. Aber meistens spiele ich sehr viel besser, läuft es sehr viel besser, wenn ich den Kommentar abgestellt habe. Denn der Kommentar lenkt auch das Geschehen einfach mit, so ist das. Das ist übrigens auch in jedem Wettbüro bekannt. Da gibt es ganze Regularien dazu, was alles nicht sein darf, und damit man nicht irgendwie über Wettbetrug reden kann. Jetzt mal ganz kurz. Das ist auch ein Zufallsgenerator, extrem gut schon. Das Mannheim fällt mir auf, dass sie extrem starke Phasen hat und dann wieder krasse Tiefpunkte. So, EA Sports Werbung. Ich zitiere, ein 40-Minuten-Spiel, EA Sports, FIFA 2004, da habe ich mich beworben, das tue ich hiermit weiterhin. Ich hätte nämlich gern einen Videostream im Internet, online, wo ich das also spielen kann, da kann jeder gegen mich spielen immer, oder auch mehrere. Und dann können die messen wiederum, hätten eine dicke Werbung, und ich kann spielen, ich esse jetzt nebenher, also guten Appetit, ich esse nebenher eine Packung Spaghetti, wollte ich schon sagen, eine Packung Pommes. Ich esse nebenher Spaghetti mit so einer günstigen Fertigsoße und etwas, eine Zehe Knoblauch. Schmeckt auch gut mit etwas
Muskatnuss. So, jetzt konzentriere ich mich auf Mexiko. Und die Zeit lang lasse ich genug quatschen. Also. Aber nur sage ich was, ansonsten werden sie einfach mitgucken können. Das ist auch gespannt, wie das läuft, weil ich das noch nie gemacht habe. So, also gut. Bin ein bisschen still. Später schalte ich einen Kommentar aus, dann ist noch leiser. Ein Kommentar und Hintergrundgeräusche. Kann man da so alles einstellen? Die meisten Leute, die jetzt nicht so viel Computer spielen, sind erstmal völlig erstaunt über welche. Sind erstmal völlig erstaunt darüber, in welcher Qualität es das jetzt schon gibt. Guten Appetit und Mahlzeit, wenn alle anderen jetzt auch essen. Immer schön durchschauen, so nicht schnell schlucken, langsam essen. Und langsam sprechen, muss ich mir selbst sagen, dann stottert man nicht so viel. Wie zu erwarten. Schießt Frankreich ein Tor. Jetzt will ich das sehen. Jetzt will ich sehen, ob das ein Spiel ist, das schon mal stattgefunden hat, oder ob das ein Spiel ist, das neu gespielt wird, weil manchmal sind Spiele eingespeist, also alte Spiele, die mal stattgefunden haben, dann wird das genau so gespielt. Und jetzt lasse ich das gerade nochmal von vorne losgehen, mal gucken, wenn ich es jetzt kriege, vielleicht dasselbe, weil ich habe es nicht aufgepasst, und wenn ich nicht aufpasse, nicht wahr? Wenn es ein aufgenommenes Spiel ist, dann heißt das, oh je, jetzt muss ich ganz von vorne alles wieder einstellen, das wäre auch auf kürzeren Wegen gegangen, aber ich jetzt was falsch gedrückt, da habe ich jetzt was falsch gedrückt. So. Nochmal das da. Frankreich. Punkt. Schizophrenisch daran jedenfalls nicht. Auch nicht in der Idee, dass das ginge. So. Und wir fangen an. Die Spieleinstellungen bleiben die gleichen. Und los geht's. Und ich esse nebenher. Ach so, stimmt. Jetzt kommt ja nochmal das da. Normalerweise kann man auf Spiel neu starten drücken, dann fängt es wieder an. Und dann sieht man daran, ob also wieder dasselbe Tor in derselben Minute stattfindet, ob man es mit einer vergangenen Episode des Fußballs zu tun hat, der Fußballgeschichte, die man wiederholt, wo man also erstmal praktisch im Hintergrund den Zufallsgenerator wieder anwerfen muss, um zu sagen, so, also ab jetzt wird er nicht mehr einfach wiederholt, sondern ab jetzt entscheide ich, dass das anders weitergeht an manchen Stellen. Oder ob man es mit einem rein durch Zufallsgenerator und durch entsprechende vorprogrammierte Fakten in Kombination mit diesem Zufallsgenerator zusammengeschaltete Spiele zu tun hat. Normal ist, dass man, und das liegt an den Hintergrundgeschichten und an den sogenannten Automaten, die hier noch zusätzlich geschaltet sind, dass man dabei ein gewisses Timbre in der Stimme kriegt, also so ein digitales, ich weiß nicht warum, rückwirkend. Also wie, digital da und dann digital auch in meinem Kopf teilweise, Nanoarchitektur und so weiter. Der Sand in den Zähnen nach dem Trinken von Kaffee, komischerweise, von löslichen. Können auch Nanoklumpen sein, die sich dann auflösen, sobald man drauf beißt, sind sie weg. Und dadurch halt entsprechende Programmierungen, die teilweise einen Stocken oder Stottern in der Sprache verursachen können. Das habe ich öfter, oder ein Tick oder Tick oder was man dann macht. Also man kann das auch bei anderen Leuten verursachen, indem man sich in sich hineinversetzt und dann ein Bekannter von mir macht über Türkei, zum Beispiel. Ich habe es mal gezeigt, mit den Lippen macht oder so, in dem Moment, in dem man da an jemand anderen denkt, mit dem man mehr zu tun hat, die kann man den also empfindlich damit stören, auch beim Reden, das geht alles, kann ich alles vorführen. Manche sagen, das sei Quatsch oder das sei irgendwie eine schizophrene Idee, aber das stimmt nicht, ist es nicht, kann man alles vorführen. Das ist also, was zwischen Menschen normal ist, auch zwischen Tieren, ist es wahrscheinlich üblich. Man hört es ein bisschen am Timbre normalerweise, der Stimme, ob man wieder das Digitales gegessen hat. Und naja, die neuen Nanochips sind halt digital programmiert. Diese Probleme hat man mit nicht digitalen Endgeräten nicht. Also meine ganz normale Röhrenklotze, die macht sowas nicht. So. Und los geht's. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Passt gut. Da ist auch ein Mikrofon drin, ganz offensichtlich. So. Man kann ja jede Textzeile auch
inzwischen per Sprachcomputer in den Computer eingeben, als ob es geschriebener Text wäre. Der merkt sich das dann und reagiert dann. Manches davon nenne ich den Share-Effekt. Also von Share gibt es so eine Aufnahme. Weiß nicht mehr, welches Lied das war, ein neueres Lied. Auch so ein komischer Stimmumschalt-Digital-Effekt reingeschaltet ist im Gesang. Das ist da auch öfter dabei. So, also mal gucken, ob es wieder das frühe Benzema-Tor der zweiten Minute gibt. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Aber ich spiele mit. So, auf geht's, ein super Timing auf meiner Seite und ich will, dass dieser Mexikaner da schön hingeht. Guardado, Debussy. Schön ist, dass man den Namen so schön erfährt dabei bei dem Spiel. Ja, prima. Oh ne, aber nicht schon wieder dasselbe Tor in der zweiten Minute. Achtung! Und raus damit. Jawohl. Nee, das Tor wird's nicht. Und weiten Abschlag. Jawohl. Ich kann ein bisschen beschreiben, wie das geht. Also man muss einen Haufen Fußballspiele schauen, um also drauf zu kriegen, was so möglich ist im Fußball. Also es gibt ein reines Spielwissen in dem Zusammenhang, das man haben muss. Das nennt man Game Reading, das Lesen von Spielen, als ob ein Spiel ein Text wäre. Ist insofern gut zu verstehen, als man ja im Hintergrund, also was heißt im Hintergrund? Es ist kein Hintergrund. Sagen wir so, das ist alles programmiert. Wir haben ja ein Computerspiel vor uns und kein, sage ich mal, außerhalb des PCs auf einem Platz exakt so derzeit in dieser Dimension der Erde stattfindendes Fußballspiel. Hopp! Hopp! Jawohl! 1-0! Und diesmal für Mexiko, 9. Minute, das hat sie gut gemacht. Ja, dazu so viel. Ich stamme aus einer Fußballfamilie und zwar nicht aus irgendeiner in dem Zusammenhang. Ich habe, was das angeht, nichts anderes gucken können von meiner ersten Sekunde des bewussten Wahrnehmens an als Fußball. Trainerstöchter, Vereinsgründertöchter, Spielertöchter. Inzwischen auch Spielerinnen-Töchter, Trainerinnen-Töchter können das nachvollziehen, wie das ist. Also in dem Zusammenhang bin ich also seit 37 Jahren dabei, mich mit diesem Spiel intensiv zu beschäftigen. Oh, 1-1. Okay. Das kommt jetzt vom nicht wirklich nicht aufs Spiel konzentrieren, sondern von Ihnen die Hintergrundgeschichte, von Ihnen die Hintergrund, davon, dass ich Ihnen jetzt die Hintergrundgeschichte erzähle. Dann gar nicht gekippt, mein lieber Freund Moderator. Das geht nachher wieder in die andere Richtung, nämlich jetzt. 4. Minute, 1-1, auf geht's. Und vor. So, ich konzentriere mich mal eben auf das Spiel. Ich konnte leider nur aktiv spielen, bis ich 13 war, denn damals gab es keine Mädchenmannschaften. Der Frauenfußball steckte noch ganz in seinen Anfängen. Und vor. Und vor. Und vor. Der Frauenfußball steckt ja noch ganz in seinen Anfängen. Und vor. Nach vor. Moment mal kurz. So. Den Ball kurz ins Aus, damit ich mal eben den Satz zu Ende machen kann. Also der Frauenfußball steckte noch in den Anfängen. Es gab keine solchen Mannschaften. Also konnte ich nur bis zur C-Jugend bei den Jungs mitspielen. War dort Mittelstürmerin und Mittelfeldorganisatorin, konnte das alles, hat immer alle Tore gemacht, also nicht alleine, bei anderen auch gemacht. Alleine spielt niemand, alleine gewinnt auch niemand, alleine gewinnt auch keiner ein Spiel. So, Achtung. Achtung, nein, muss er nicht, Punkt. Muss er nicht, der muss jetzt nicht rein, der muss jetzt raus. So. Nächster, schnappt er den Ball, einen Moment, ich muss mal eben darüber den Spielgeschehen stärker eingreifen. Geht dahin, geht dahin. Hingehen! Jawohl, draußen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob das wirklich Eckball war. Normalerweise gibt es nur Eckball, wenn die eigene Mannschaft den Ball an dieser Stelle ins Aus befördert. Deswegen dachte ich, es gibt Abschlag. Aber ne. Schauen wir es später nochmal an. Das ist 7. Minute, 1-2 Frankreich. Also gut, konzentriere mich ein bisschen.
Gut, ab da konnte ich also nicht mehr Fußball spielen, habe aber weiterhin viel, viel Fußball geschaut, hatte auch weiterhin sehr viel mit Fußball zu tun immer noch. Und bin dann zum Handball übergewechselt, Tischtennis spielte ich die ganze Zeit parallel. Also alles, was mit Bällchen und Kügelchen zu tun hat, in dem Zusammenhang war mir wichtig. Ist es bis heute, war aber auch damals schon so. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ja, und so kann er noch weitergeben. Na los, nach vorne. Jawohl, das ist ein bisschen von der Stellung her zu klumpig. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ja, genau, das tun wir jetzt. Wir schnappen uns nämlich das Spielgerät. Los, Ball holen. Klischee. Durch die Playstation, den Ball holen wir uns jetzt. Na los. Hingehen. Ist immer interessant, die Kommentare dann zu hören. Mir stehen die jetzt ein bisschen zu mittig. Also ich mag es lieber, wenn das Spiel weit über die Außen läuft. So, ansonsten klumpt das immer so. Das knäuelt, sag ich immer, die knäueln. Hin. So, Achtung, und weiter, und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und vor. Jawohl. So, und, meine persönliche Entwicklung angeht, so, Achtung, hin. Ich spiele jetzt ja nicht mit zwei Liberos, wie ich das mag, sondern weiter, jawohl. Noch nicht, dann stelle ich sie mit zwei Liberos, also mit zwei nach hinten zurückgezogenen Abwehrspielern, die aber nicht in der Hälfte einfach stehen bleiben, sondern die relativ dynamisch, jawohl, schön, und da gehört es eigentlich da, links auf der linken Seite müsste eine schon weiter vorgelaufen sein, um das auch noch reinzumachen, das Tor. Da ist der Torwart das Bällchen raus befördert, deswegen gibt es Eckball für in dem Fall Mexiko. Gut, als Trainerin habe ich mich auch schon versucht, natürlich damals auch in der Handballmannschaft, so ein bisschen als Spielertrainerin, da macht man das automatisch auch nicht viel. Da war ich ebenfalls einmal Mittelfeld, Organisatorin, habe aber wegen meiner teilweise Linkshändigkeit, teilweise, vorwiegend auf der rechten Seite gespielt, also halb rechts und rechts außen. So, ich kann auch mit rechts werfen und schießen, aber nicht ganz so stark wie mit der linken Hälfte, weil ich als Kind bereits die linke Hälfte etwas stärker trainiert hatte. Das kann man vermeiden, jedenfalls für den Fußball, indem man die Kids frühzeitig Hacky Sack spielen lässt. Also Football auf Englisch. Auch. Komm hin. Schön. Hin. Hin. Das sind so kleine Säckchen mit Sand oder Reis gefüllt. Kann man auch aus Strümpfen machen. Mit denen kann man sehr gut das üben, was man Balljonglage nennt. Also so oft wie möglich das Bällchen für den Fußball mit den Füßen, mit allem, mit den Beinen, mit allem außer mit den Händen nach oben zur Befolge der Luft zu halten. Dadurch kann man eine Beidseitigkeit ganz gut schulen. Und wenn die das früh anfangen... Nein! Wo ist die Ball? Komm ich nicht lang. Dadurch kann man das gut schulen, eine Beidseitigkeit. So, ja, ich muss trotzdem nebenher essen. Also ich bin etwas unkonzentriert, aber ich sollte jetzt aufholen, wie ich schon zwei Tore im Rückstand und das nach 14 Minuten. Ich versuche meine Klappe zu halten. Eine Zeit lang. Und nur diesen Kommentator quatschen zu lassen, obwohl mich das stört. Nachher mache ich das aus. Ich kann nicht garantieren, dass ich gewinne, wenn dieser Kommentator dauernd redet, weil das stört mich meistens in der Zeit. Auch bei anderen Live-Spielen. Beim Live-Spiel ist es auf jeden Fall. Nur nicht auf richtigen Rasen. Ich meine, in dieser Dimension schon. Und wenn heute etwas gehen soll, dann wird viel von ihm abhängen. Franck Ribéry, er soll die Stürmer vorne einsetzen mit seinen unwiderstehlichen Kräften. Schon sehr liebevoll gemacht. Die anfänglichen Computerspiele, ich weiß ich noch genau, oder im Spielhallen, die ersten Spielcomputer, das waren zweidimensionale grün-schwarz oder grau-schwarz Monitor. Blockbuster-Spiele und so, also mit so einem kleinen Ball oder Tennis, genau. Atari-Konsole, mit so einem kleinen, nicht Ball, sondern Punkt und unten so einem Balken und dann musste man mit dem Balken, der nur unten am Bildschirm links und rechts hin und her geschoben werden konnte, also wie das da, musste man mit dem Balken die Kugel auffangen, die nicht fiel dann immer so, flog immer so über den Bildschirm zweidimensional, aber auch keine Kugel, sondern ein Punkt oder
vielmehr ein Viereck, weil die ersten Bildschirme auf Quadratbasis berechnet waren. Lauter kleine Quadrate. Beziehungsweise Rechtecke. Ja, Rechtecke. So. Das schärfe Stellen des Bildschirms ist dann, was ich auch eine jeweils genaue Berechnung des kleinsten Bildes. Ja. Des kleinsten technisch unwertbaren Punktes. So. Echt, also Verfeinerung des Verfeinerung, sage ich mal, der Schärfe, der Bildschärfe, der maximal möglichen, ist eine jeweils genauere Berechnung und technische Umsetzung des kleinsten möglichen Punktes. Bezogen auf ein bestimmtes Medium, also bestimmte Qualität des Mediums, das ist Plasma oder LED oder je nachdem, was man hat. Und hier unten diese kleine Bildschirme sind Quadrate aufgelöst, sieht man ganz gut. Aber können auch Kreise sein. So. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen den Mund halten. 18 Minuten ist da. Da brauche ich nicht den Verstand zu verlieren, denn eins ist klar, also man sieht jedenfalls bei Fotografien sehr genau die Feldlinien um die einzelnen Spieler herum. Also es ist alles auch mit Magnetfeld versehen oder jedenfalls mit Gravitationsfeld, ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Fast alles läuft hier mit Elektromagnetik und das Denken selbst, das Denken selbst ist auch messbar als elektromagnetisches, als elektromagnetisches Feld oder elektromagnetische Strahlung. Und doch ein paar Schweinereien merkt man aus dem Internet. Also, der Versuch, den Speicherapparat zu stören und so, solche Sachen sind schon mit einprogrammiert. Und ich nehme an, je stärker jemand das kann, also je stärker jemand, je stärker oder je besser jemand diese Dinge beherrscht, wie. Je besser jemand. Moment. Ich muss mich kurz konzentrieren. Je besser jemand solche Sachen wie Oberflächenprogrammierung, nenne ich das, oder wie, wenn das Oberflächenprogrammieren, je besser jemand das Oberflächenprogrammieren oder das psychokinetische Bewegen solcher Spielfiguren beherrscht, damit auch das Beeinflussen solcher Gravitationsfelder und solcher Feldlinien und so, kann man als Feldlinien alles darstellen, desto stärker sind die Störprogramme auch, die dann anlaufen. Das ist Abseits. Ich übe gerade die Abseitsfallen. Das sollte ich dir nicht gegen meine eigene Mannschaft jeweils auffahren. Außerdem habe ich vergessen, wie bei diesen neumodischen Sprachprogrammen ist es auch hier so, dass im Hintergrund Sprachcomputer mitlaufen. Spätestens beim Handy ist einer eingeschaltet, die jeweils beim Registrieren eines Buchstabens eine ganze Reihe von Wörtern, das ganze Konzept aufrufen. Also bei S dann alles von S, Sch, Z, T, also alles, was ein Laut hat am Anfang, das rufen die halt auch in der Nanoarchitektur des jeweiligen Menschen auf, der davor sitzt, oder Tiers auf, der davor sitzt und das hier spielt. Nicht? Es kann also sein, dass wenn ich mich dann mehr auf das Spiel als auf das Sprechen konzentriere, dass das Sprechen etwas lose wird gewissermaßen und im selben Moment, weil sie angeschlossen ist an dieses ganze Zeugs hier, durch Interface Luft oder Elektromagnetik, dass im selben Moment praktisch der Sprachcomputer, der jeweils eingebaut in jedes einzelne dieser Dinger, dieser Geräte, dieser Maschinen, aus meinem Mund ein sagen, das irgendwas macht, obwohl ich gerade überhaupt nichts reden will oder was anderes sagen wollte, weil ich nicht gleich konzentriert gesprochen und gespielt habe. Nicht? So, und hin. Das geht auch nicht immer. Oft, deswegen schwätzen meistens die Trainer und Trainerinnen bei Spielen jetzt nicht die ganze Zeit miteinander. Irgendwas nicht mehr. So, und hin. Das Denken ist ganz klar materiell, also nur feinstofflicher eben als andere Materie. Ich sage immer, Gedanke ist ein verfestigtes Gefühl und messbar ist das alles als irgendwie Teilchenschwarm, als etwas jedenfalls, wobei die Benennung die Frage ist, also dieselbe Riesenteilchenschwarm kann sich bei einer Person als Mega-Angst äußern in einer bestimmten Situation und bei jemand anders als Mega-Schmerz.
Freude. Es ist dieselbe Menge Gefühl, die wäre praktisch die Mega-Menge Gefühl, aber was es ist jeweils, das hängt von der Kontextualisierung ab und die erfolgt halt auch durch Benennung. So, geh hin. Ja, sowas passiert dann, also dass das Stottern irgendwie eingeschaltet ist oder das beim Suchen eines Wortes wie Spur, dann meine ich, jetzt kommen halt alle Shits raus, Laute raus, vor allem wenn man schon dem Gasten schon klar gemacht hat, dass man gerne mehrere Sprachen spricht und so. Also viele müssen erstmal lernen, wie man gleichzeitig spielt und dabei ein logopädisch gesehen unauffälliges Wesen behält. Das ist nicht unproblematisch. Aber wenn man das den Kindern und Jugendlichen und auch den Erwachsenen bewusst macht, dann können wir selbst auch achten. So, und weiter. Ja, und na klar, also sobald man das kann, das ist eine Fähigkeit, die, das ist eine Trainerfähigkeit, eine Trainerkompetenz, das können alle Trainer und Trainerinnen, behaupte ich, bis zu einem gewissen Ausmaß. Wenn man da auffällt damit, dadurch, dass die Maschinen das registrieren, weil manche Maschinen sind darauf eingestellt, das auf jeden Fall zu registrieren, wenn man da also gegen die Quote, sag ich mal, vorsichtig spielt. Das ist also wie ein Wettbüro, das irgendwann registriert, indem man ständig gegen die Quote gewinnt. Im Wetten, also gegen die Voreinstellung, in controller-freien Zusammenhängen. Nicht, wenn die Maschine, spätestens wenn die Maschine das dann registriert und wie das heute üblich weitergefunkt hat, ne, per Internet oder per Chip oder per was weiß ich was, spätestens dann kommen da Reaktionen und wenn man nicht geschützt ist, dann kann das unter Umständen bedeuten, dass man halt keine Chance hat, auf diese Weise zu überleben. Nicht, also ich habe deswegen auch schon viel durchgemacht und bin dann bis trotzdem dabei mit 37 zu sagen, also wann in den Millionen gehen kann. Also. Irgendwann muss man, aber ich möchte das halt moralisch umsetzen, das Talent. Und deswegen finde ich die Idee auf Spendenbasis, einen Livestream zu machen, richtig gut. Auf eine nehme ich dann langsame Rede, weil das alles schon normal ist. Das ist jetzt halt ein bisschen der Vorführeffekt, die erste richtige Aufnahme parallel dazu. Jetzt liege ich auch noch hinten vom vielen Quatschen. So. Manchmal hört man die Geräusche, die eigentlich von der Maschine aus in einen reingeleitet werden, außen, weil es außen irgendwo hängen bleibt, dann irgendein Metallteil per Supraleitung, weil es sind viele Satelliten im Spiel. Vielleicht schon das Handy, nicht? Ist ja klar. So, und weiter. Gut, läuft gut. Ja, sehen wir, warum wir Torwarts. Ich versuche beim Spielen dann mein Spiel auf die Mannschaft zu konzentrieren, die ich für das jeweilige Spiel ausgesucht habe, ohne die andere Mannschaft dabei zu schädigen. Ne? Mein ganzes Spiel illustriert ja auch ein bisschen, was ich sage. Also ich beschreibe das Spiel und im selben Moment beschreibt das Spiel mich ein Stück weit, das ist normal. Wunderbar finde ich das, wenn man dann Geschichten lesen kann von den Spielernamen abgeleitet, oder Spielerinnennamen, denn das macht alles auch ein bisschen einen Sinn. Insbesondere wenn man wie ich dann 3, 4, 5 Sprachen spricht und diese Spielernamen in wie Esperanto, in der Esperanto-Geschichte lesen kann. Das ist auch lustig, das hat auch nochmal Bedeutung für die Zusammenhänge. So, hopp, das werden wir mal sehen. Ja, genau. Und ich hatte das eigentlich erst, ganz ehrlich, unabhängig von der Simulation bemerkt, also außerhalb des Simulators, dass ich das kann, bei Live-Spielen, weil ich vor ein paar Jahren wieder anfing mit Fußball schauen, auch am Sportplatz, ich unterstütze dann einen Trainer bei der Arbeit eine Zeit lang, mit dem Ergebnis, dass wir vom letzten Tabellenplatz aufgestiegen sind, also praktisch vom letzten Tabellenplatz aus innerhalb weniger Wochen Meister geworden sind, durch eine Siegesfolge. Aber war nicht unproblematisch, ich musste praktisch den sozialen Schleudersitz betätigen, was ich schon öfter gemacht habe, damit das Ganze wenigstens eine Gruppe ist, irgendwie zu nennen, ohne dass das faschistische Züge annimmt, was aber teilweise ein bisschen hat, jawohl, da ist es Hernandez. Was heißt Nandes auf Spanien? Ich weiß nicht, Hernandez. Gut, also 3-2 jedenfalls schon, 2-3. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den hinkriegen werden.
Er klappte das. Es klappte bei verschiedenen Spielen der Ligen, also der Erwachsenenligen, der Herrenligen hier. Ich auch dabei war vom Publikum aus dann, vom Spielfeldrand aus. Und dann beschloss ich das mit einer kleineren Wettserie im Dezember. Ich bin vor allem österreichische und zweite Liga gegen die Quote gewettet hier. Nicht so viel, 6 am Stück. Ich glaube, 6 oder 7. Nicht alle habe ich mit Wetteinsätzen gewonnen, aber habe ich das gemacht, um das mal ein bisschen auf Papier nachzuweisen. Und dann bekam ich dankenswerterweise eine PlayStation World 3-3. Klappt, 38. Minute. Dann bekam ich dankenswerterweise eine PlayStation und sorgte dieses Spiel dazu. Und erhungerte mir diese Glotze, den Fernseher, damit das anschließbar ist, weil eine PlayStation kann man an einen alten Röhrenfernseher nicht anschließen. Dort einen leicht defekten Flachbildschirm. Gut gemacht, Torverteidiger. Unter Druck hat er den Ball in Seiten ausgespielt. Ja, dann macht es da. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Gute Idee, das damit zu machen. Und eine gute Idee finde ich, das auch als Livestream anzubieten im Internet. Da kann sich jeder und jede, der die Lust hat, da irgendwie einklinken, vielleicht auch für einen halben Euro oder was, ich weiß nicht, vielleicht auf Spendenbasis. Ich weiß nicht, wir müssen mit EA Sports eben einigen finden, falls sie Lust hätten, das zu machen. Ja, und halt mit allem, was da im Vertragsabschluss wichtig wäre, mit allen, die da wichtig wären. Und dann da spielen täglich, meinetwegen, ein Spiel oder zwei, weil es macht mir Spaß, es ist gut für meinen Geist. Ich bin zwar eine Autistin, aber ich bin, ich wusste immer, dass ich an einer Sache nicht zweifeln muss, nämlich in den Funktionen meines Intellektes oder meiner geistigen Begabung, das wusste ich immer. Ich habe gleichzeitig eine unglaubliche Migräne gegen diverse Schädelverletzungen in meiner Kindheit und Jugend und auch im Erwachsenenalter nochmal. Das ist wirklich schlimm, also eine richtig schlimme Migräne. Und das da hilft mir ein bisschen, die Spannung im Kopf abzubauen. Also nicht zu viele täglich, aber ein paar davon. Das ist so, wie andere Leute Schach spielen müssen und das aufgelöst haben. Ich kenne einen alten Mann, der kann weiter noch lebt, ein alter Franzose. Der kann 20 Schachspiele gleichzeitig spielen. Ja, und so ähnlich ist es bei mir mit Fußball. Also Fußball und Fußball geht sehr weit. Ich habe darüber hinaus mich bei vielen Vereinen schon gemeldet und bin jetzt, glaube ich, was das angeht, jedenfalls bekannt. Und ich hoffe sehr, dass es trotzdem auf eine private Tätigkeit im Fußball hinausläuft. Ich würde das auch gerne mal mit einem Verein arbeiten, ganz gezielt. Als Beraterin, denn eins kann ich wiederum nicht. Also, wenn man eine sehr auffällige Stärke hat, hat man meistens auch eine sehr auffällige Schwäche. Ich bin nicht für diese Trillerpfeifen-Geschichten gemacht und ich habe auch mit hierarchischen Aufbauten gewisse Probleme, also ich würde mich beiordnen, aber nicht unterordnen können. Deswegen finde ich als Beraterin, hätte ich als Beraterin eines solchen Vereins und eines solchen Trainergespanns oder so, hätte ich eine ganz gute Funktion. Die Torschussstatistik, die sagt so einiges aus. Das ist eine Teilkompetenz des Trainerinseins, dass man das kann. Und diese eine Teilkompetenz, die habe ich halt extrem gut ausgebaut. Also, das macht mir Spaß. 3:3. Das konnte doch nicht gut gehen. Und das kann bei dieser Voreinstellung normalerweise nicht passieren. Nicht? Also doch, na klar. Also, der Zufall besteht nun darin, wenn er programmiert ist, zu ermöglichen, dass gelegentlich sowas vorkommt. Nicht? Bloß bei dieser Voreinstellung, also, wenn eine Mannschaft wie die mexikanische so viel schlechter bewertet wird als die französische, weil sie jetzt nicht so viele WMs gewonnen hat und so weiter, also keines, kein Deutsch und so, im Unterschied zu Frankreich oder Spanien etwa oder auch Deutschland, nicht? Dann ist das vielleicht ein Spiel von 1000, je nachdem, man könnte das ausrechnen, vielleicht auch nur eins von 300 oder so, das dann von dieser Mannschaft gewonnen werden könnte, nicht nach der Voranstellung. So. Ja, und das kann ich halt am Stück nacheinander produzieren, und zwar immer so lange, bis, wenn ich nicht gerade zum unentschiedenen Tag habe, das gibt es auch aus diplomatischen Gründen meistens, gibt es auch, dass ich dann sage, ich mache ein Tor nach dem anderen jeweils mit der einen Mannschaft und mit der anderen Mannschaft, so hin und her spielen, geht auch. Oder mich einfach nur zugucke, also mich völlig unengagiert zurücklehne, das gibt es auch, da ist der Ausgang auch seltsam. Manchmal, aber nicht durch mein Engagement, also nicht durch bewusstes Wollen. Bewusstes Wollen, das eine oder andere wirklich ist. So, hopp und zack, zack, zack. Identifizieren, Spielwissen anbringen,
und wenn es geht, noch Tore machen dabei. Mit Wollen auch, mit Wünschen. Ich will, dass ein Tor passiert. Es liegt jetzt nicht nur an mir. Ah! Ja, schade. Das sind irgendwie mit dem Abschlag. So, aufgefallen ist mir übrigens, dass hier in diesem Spiel der Schiedsrichter noch kein Handpfeift ist. Also noch nicht so programmiert. Jedenfalls bisher nicht diese Handpfeife. Noch machen. Ja, man kann sich auch, soweit habe ich es schon betrieben, mit diesen Versuchen, mit den einzelnen Spielfiguren identifizieren jeweils, die man selbst spielt, und dann, also sie zur eigenen Mannschaft gehören, und dann bis in die Frage, mit welchem Fuß jetzt der Ball gespielt wird, alles im Voraus bestimmen, da muss man dann so ein halbes Sekündchen vorher dran sein. So, also gut, wir haben Pause. Das hört sich jetzt gut an. Ja, absolut, also das ist eine ganz klar einseitige Partie, aber du musst am Ende auch mindestens einen versenken. Wo ist das eine einseitige Partie? Das sehe ich nicht. Irgendwas mit der Glücksgöttin hat er gehabt. Aha, vielleicht ist auch ein Glücksgott. Also der Live-Kommentar ist schon gut. Der ist irgendwie schön zusammengeschaltet. Warte mal ganz kurz. Nicht der Live-Kommentar, also praktisch der Zufallsgenerator. Da sieht man jetzt in der Wiederholung nochmal die Tore. Oder auch das, was daneben ging nochmal. Zack, zack. Aber ich filme das noch. Moment, nicht, dass das alles nochmal schwätzen muss. Doch, filmt noch scheinbar. Filmt es noch, oder? Weiß nicht, ob es jetzt am Filmen ist oder nicht. Ist da irgendwie eine Sekundenangabe? Habe ich überhaupt auf Go gedrückt, oder? Vielleicht nicht. Sonst nochmal. Moment mal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz, das in der Wiederholung könnte ich es unter Umständen auch stoppen, ohne dass es schlimm wäre. Moment mal.